Vater, Mutter, Tochter, Kind. Alle hier versammelt sind. Von wegen! Das ist wohl der geheimste aller obergeheimen YouTube-Kanäle überhaupt. Wilfried Liebe. Ein erfundener Name. Die Idee dahinter. Ich will. Und zwar Frieden und Liebe. Und zwar nicht die, die was mit Sex zu tun hat. Das Thema ist durch. Ich bin 68, aber ich hatte mehr als mit Zustand. Keine Sorge. Mit dem Kapitel kann ich in aller Ruhe abschließen. Ja, warum ist dieser Kanal so einsam? Um ehrlich zu sein, es ist ein bisschen absurd. Ich hätte es natürlich schon ab und zu mal ganz gerne, wenn ein bisschen Feedback käme. Aber auf der anderen Seite habe ich Angst, richtig Angst, dass das Feedback wieder mal von den ganz Falschen kommt. Weil wenn ganz bestimmte Leute mitkriegen, was ich hier so alles staatszersetzend erzähle, mit meiner Begeisterung für Multikulti, mit meiner Einstellung, dass es keine Deutschen gibt und keine Italiener und keine Franzosen, sondern Menschen, 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 einfach nur Menschen, die alle die gleichen Sorgen haben, die alle die gleichen Nöte haben, die alle nur leben wollen, die alle nur dieses eine bescheidene Leben haben und nicht mehr und nicht weniger und irgendwie damit zurechtkommen müssen. Ja, ja, und also ich kann noch verrücktere Gedanken aufzählen. Ich bin tatsächlich gegen Besitz. Ich habe zwar einen, aber ich bin jederzeit bereit, all meinen Besitz mit anderen zu teilen. Also natürlich das, was ich zum Essen und Trinken brauche. Vorausgesetzt, sie behandeln das dann so, wie ich es behandeln würde. Dann ist immer noch das Problem, wenn etwas, was ich nutze, fünf Leute nutzen, geht es automatisch ein bisschen schneller kaputt, auch dann, wenn man es gut behandelt. Aber ich käme da schon zurecht. Muss mir aber keine Sorgen machen, denn da spielt ja keiner mit. Besitz ist ja die heilige Kuh schlechthin. Da habe ich mir gestern zufällig mal so ein bisschen Gedanken gemacht zu meinem Lieblingsthema, wenn es Gott gäbe, egal wie er dann heißt, ich selbst habe ihn ja das Wesen genannt, damit wir nicht Gefahr laufen, uns einzubilden, es müsste unbedingt ein Mann sein, nur weil die meisten Götter offensichtlich von Männern erfunden worden sind. Richtig geben kann es ja höchstens einen. Und das ist noch die Frage, ob es den gibt. Also das allwissende, allmächtige, dicke, unsterbliche Wesen. Wenn ich fragen würde, hallo, was sagst du dazu, dass ich behaupte, das Auto ist meines? Was könnte er mir antworten? Allwissend, allmächtig. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Er würde sagen, mach du mal schön die Augen zu und dann siehst du, was dir gehört. Weil das gehört alles mir, alles dem Creator, dem Erschaffer, dem UAA, wie ich ihn auch nenne, dem unsterblichen, allwissenden, allmächtigen. Und dir gehört gar nichts. Und wenn du nicht anfängst, alles, aber auch alles mit den anderen zu teilen, die ich erschaffen habe, dann könnte es sein, dass ich dir mal so ein paar Hiob-Geschichten schicke. Ich meine, du hast ja Glück, ne? Ich bin ja keiner, der auf Rache aus ist. Das ist ja eine menschliche Eigenschaft, die haben wir Götter nicht.
Und wenn man die einem Gott anrichtet, dann hast du immer schon gleich die Sicherheit. Das sind die Erfundenen. Das ist die Konkurrenz, die man mir auf den Hals schickt. Weil man vielleicht gemerkt hat, ich bin so eine großartige Geschichte. Wenn es mich nicht gäbe, man müsste mich erfinden. Und warum haben sie das gemacht? Weißt du ja. Ne? Es gibt nirgendwo eine Kultur, ein Land, ein Volk, wo es nicht einen Gott gibt. Und das sind ja alle die Falschen, weil ich bin ja der Richtige. So in etwa hätte er mir geantwortet. Habe jetzt wieder vom Thema abgelenkt. Das Thema ging um Besitz und er hat eine klare Ansage gemacht. Die heilige Kuh wird geschlachtet. Nein, Besitz ist völlig gegen die göttliche Idee. Oder, jetzt benutze ich schon wieder das alte Wort, sorry, aber das seht ihr, wie schlecht man aus seiner Sozialisation, aus seiner Erziehung, aus seiner Spracherziehung herauskommt, wie man da immer wieder drauf reinfällt, immer wieder Begriffe verwendet, von denen man bereits festgestellt hat, die sind schlecht, die gehen in eine falsche Richtung. Jedenfalls der allwissende, allmächtige, der unsterbliche, der sagt, nein, alles gehört mir, nur mir allein. Du hast gar nichts außer das, was ich dir gebe. Und das ist geliehen. Und das will ich, dass du es mit den anderen teilst. Fertig. Ganz schön dickes Brett, oder? Da könnt ihr jetzt dran kauen. Die Idee von alles teilen, kein Besitz mehr haben.